Hallo, ich bin Heidi Gerstner. Ich arbeite als Künstlerin und gebe Workshops. Heute befinde ich mich hier bei Schminke im Workshopraum und ich möchte Ihnen gerne zeigen, wie man mit der Schminke Leichtstrukturpaste ein wunderschönes Rosenbild entstehen lassen kann. Dazu nimmt man etwas Leichtstrukturpaste unten auf den Spachtel auf. Oben brauchen wir nichts. Und legen bei meiner Vorzeichnung hier den Spachtel an der Linie an. Man kann diese Paste sehr, sehr gut verarbeiten. Sie ist wasserlöslich, trocknet aber absolut wasserfest auf. Sie ist so samtig und von der Konsistenz her wunderbar cremig, sodass ich Blütenblatt für Blütenblatt übereinander legen kann, so wie es ja auch bei einer natürlichen Rose ist. Die Blütenblätter können auch solche kleinen Fehler haben. Das ist bei einer natürlichen Rose ganz genauso. Unten spachtel ich hier, wo das nächste Blütenblatt beginnt, wieder etwas mit der Unterseite des Spachtels weg, weil ich ja die Leichtstrukturpaste wieder darüber gebe. Die Blätter liegen voreinander. Und ich ziehe immer die Leichtstrukturpaste zur Mitte hin. So wie bei der natürlichen Rose auch. Jetzt gebe ich hier noch so ein kleines Blatt in die Mitte. Da kann ich mal hier die Rundung meines Spachtels nutzen. Die Leichtstrukturpaste lässt sich so gut dorthin ziehen, wo ich sie haben möchte. Das heißt, ich habe jetzt einfach mal so ein kleines Blatt dazwischen gemacht. Und damit man sieht, wie es aussieht, wenn es fertig ist, habe ich etwas vorbereitet, wo man, glaube ich, wunderschön erkennen kann, wie sich die einzelnen Blütenblätter mit dieser Leichtstrukturpaste wunderbar übereinander legen lassen. Das Bild ist jetzt getrocknet. Ich lasse meine Bilder ungefähr eine Nacht trocknen, damit ich auch sicher bin, dass ich wirklich mit der Farbe drauf malen kann. Jetzt beginnen wir mit der Farbe. Wobei Ihnen überlassen bleibt, fangen Sie mit dem Hintergrund an oder beginnen Sie mit den Blütenblättern. In meinem Fall jetzt hier möchte ich gerne mit den Blütenblättern beginnen. Und zwar mit der Akademie Acrylcolor Farbe, wo ich zwei oder drei Rottöne, wie Sie mögen, einfach nebeneinander, man sieht das hier, auf meine Palette gegeben habe und anfange, die Rosenblätter auszumalen. Diese Farben sind wasserlöslich, das heißt, man kann sie wunderbar mit etwas Wasser vermischen. Wenn es Ihnen also zu dick ist, dann tragen Sie etwas Wasser auf, dann wird es mehr pastellig. Sie trocknen natürlich wasserfest auf. Die Pigmentierung ist so dicht, dass man nicht oft übereinander streichen muss. Das heißt, ein Farbanstrich reicht und Sie haben eine perfekte Farbe der Blütenblätter. Und dann kann man sehr schön einen etwas dunkleren Ton nehmen. Für mich ist das das Van Dyck Braun, womit ich hier von unten aus der Rosenmitte dem Rot entgegenkomme. Und das wirkt optisch wie eine Vertiefung. So kann man sehr gut erkennen, wie sich Blatt für Blatt übereinander legt. Und wenn Sie sich Blütenblatt für Blütenblatt vorarbeiten, sieht man dann, wie die fertige Rose aussieht. Bei Akademie Acrylcolor Farben ist es so, dass Sie seidenmatt auftrocknen. Wer jedoch eine Firnis haben möchte oder etwas mehr Glanz, der kann eine Glanzfirnis benutzen. Bitte denken Sie daran, dass Sie die Pinsel mit Wasser reinigen, weil diese Farbe im trockenen Zustand wasserfest ist. Jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß beim Ausprobieren zu Hause.